einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir starten heute mit unserem Epiphone Les Paul Studio Projekt. Na, ihr wisst also die Leute, die meinen Channel verfolgen, die wissen, dass wir hier eine extrem abgeranzte Studio gekauft haben und da Machen wir jetzt ein Projekt draus und wir starten heute mit dem ersten Video aus dieser Projektreihe. Es geht nämlich darum, heute in diesem Video, dass wir die erstmal ins Laufen kriegen. Ja, und zwar vernünftig. Ne? Wir, machen mal, wir stellen mal den Hals vernünftig an, wir machen den Hals mal sauber, wir gucken mal, ob die Bünde abgerichtet werden müssen. Ja, wir stellen die mal, machen die mal so generell ein bisschen bunt rein, gucken mal, ob damit was funktioniert, damit wir einen Nullwert haben. Ja? Also die Idee ist, dass wir ziemlich viel an dieser Gitarre verändern werden. Und ich würde ganz gerne. Dennoch einen Nullwert haben, damit wir wissen, was unsere Ausgangsposition ist. Ja, aber dafür muss die halt erstmal fit gemacht werden, also da müssen neue Seiten drauf. Wie gesagt, Bünde weiß ich nicht, weil ich glaube, die ist mal auch aufs, aufs Griffbrett gefallen, weil die Riefen, und zwar sehr schmale Riefen, Riefen in der Breite von einer Gitarrenseite, äh, auf dem Griffbrett hat. Also das zeigt mir eigentlich, dass die irgendwann mal hier so, so auf die Nase gefallen ist. Ja? Also mit, dem, mit den Seiten dann irgendwie... Flach, auf dem Boden, irgendwo drauf, weil die sind genau an der Stelle der Seite und halt eben für eine Seitenbreite. Ne? Also da müssen wir mal gucken, dass wir die Bünde geschliffen kriegen, dass das raus ist und dann sehen wir weiter. Ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Ich habe keine Gitarrenwerkstatt oder ähnliches. Ich mache das immer bei mir im Wohnzimmer auf dem Stuhl. Wir schauen einfach mal, ob das Ganze was wird. Ansonsten haben wir ein echt, echt geiles Projekt für die Klampfe geplant. Ich... Gehe davon aus, dass das den meisten Spaß machen wird. Also, wenn das so wird, wie ich es mir vorstelle, wird es echt nice werden. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir den Hals gerade kriegen. Dabei nehme ich euch mit und das heißt gerade, also gerade gezogen kriegen im Sinne von Bünde schleifen, Griffbrett mal sauber machen, neue Seiten drauf und mal so ein bisschen sauber machen. Die sieht ja aus wie Kraut und Rüben. Damit geht es los. Ja, also zuerst mal haben wir jetzt hier andere Bedingungen. Ne, ihr seht, die Kameraperspektive ist ein bisschen anders. Ich habe was anderes an und wir haben auf einmal ein Mikrofon hier stehen. Das habe ich nicht einfach jetzt aus Spaß gemacht, sondern ich hatte das Video komplett fertig gedreht, aber es gab ein Problem mit meinem Ansteckmikrofon. Ja, ich habe also normalerweise nutze ich immer Ansteckmikrofone, aber das Ding ist mir im Arsch gegangen im letzten Video und das bedeutet, ich muss die ganzen kleinen noch einmal drehen. Aber gut, jetzt haben wir hier ein Mikrofon stehen. Das heißt die Videoqualität wird die gleiche sein, die Position ein bisschen anderes, aber wir werden mit Sicherheit andere eine andere Soundqualität haben. Ich hoffe, der Unterschied ist nicht ganz zu so gravierend. Ich weiß auch nicht, ob die Qualität jetzt hier besser oder schlechter ist. Das wird sich am Ende des Tages rausstellen, wenn ich mir die Aufnahme da, da läuft sie gerade, anhöre. Und ich bin gespannt. Vielleicht schwenken wir ja um auf so ein Mikrofon, vielleicht. Wünschen wir uns auch wieder das alte Mikrofon zurück. Naja, das wird sich alles zeigen, aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Wir kümmern uns natürlich jetzt um die Null auf, auf die, das war die Gitarre, die Epiphone Les Paul Studio, die jetzt zurzeit dort hängt, die ich euch noch nicht zeige, auf den Stand Null bringen. Ja? Ich habe so also versucht, alles Mögliche so detailreich wie möglich zu dokumentieren, um euch das zu zeigen. Damit starten wir jetzt einfach. Und zwar habe ich mir jetzt hier eine Liste gemacht. Das gucke ich mal so im und zu mal drauf. Das heißt also nicht wundern, wenn ich äh, mal da unten hingucke, weil es sind eigentlich einige Punkte, die ich mit euch besprechen muss, und das mal eben so aus dem Kopf. Ich habe Angst, was zu vergessen. Also Punkt 1 ist der Punkt, den ich eigentlich immer mache, wenn ich eine neue Gitarre bekomme. Ich rupf erstmal die Seiten runter. Ne? Egal ob der Verkäufer schreibt mit neuen Seiten, mit alten Seiten, ist mir völlig egal. Ich rupf die Seiten runter. Es geht mir da nicht um die Seiten. Ja? Also die Seiten können ja teilweise, selbst wenn es seiten sind, scheißegal, reiße ich runter. ja. Das ist mir dann völlig egal, weil es geht mir darum, ich möchte erstmal das Griffbrett auf einen Stand bringen, den ich gut finde. Ja? Und in diesem Fall rupfen wir die Seiten runter. Das geht natürlich damit zuerst Seiten oben lösen. Das mache ich mit einer Seitenkurbel ja, ganz einfach dann rumrattern, bis irgendwann mal die Seiten komplett entspannt sind und dann schneide ich die Seiten durch in der Mitte des Griffbretts einfach mit einem Seitenschneider. Dann haben wir schon mal die Spannung rausgenommen und dann fummeln wir die Seiten oben raus. Ja, das war in diesem Fall hier bei dieser Gitarre etwas aufwendiger. Sonst würde ich das nämlich gar nicht erwähnen. Das Problem war einfach, der Vorbesitzer hat da Knoten reingemacht ja, und hat die Seiten an an die Mechanik rangeknotet, was mir bei einer E-Gitarre einfach gar keinen Sinn ergibt. Bei einer Konzertgitarre, ja, bin ich bei, so, das ist schon mal sehr flutschig, gerade so Nylon-Seiten, ne, die sind schon mal was flutschig, die knote ich auch fest, aber bei einer E-Gitarre, guten Morgen, also das habe ich noch nie gebraucht. Ja, dann haben wir die Seiten unten rausgefummelt. Das ging relativ einfach und dann haben wir die Seiten schon mal komplett von der Gitarre rausgerupft. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Part, der, den ich nicht mache normalerweise standardmäßig bei einer E-Gitarre. Ich bin nämlich mit Stahlwolle an das Griffbrett gegangen. Und da werdet ihr jetzt sagen: Bist du denn das wetterbeute? Kann ich verstehen, kann ich wirklich verstehen. Allerdings, man muss immer bedenken, es handelt sich hier um die billigste, und ich sage wirklich billigste, Epiphone Les Paul, die wir auf Ebay-Kleinanzeigen finden konnten. Ja? Und da war es mir völlig latte. Der Schmand, der war so extrem da drauf. Ich habe auch mal so ein paar Fotos gemacht. Ich zeige euch mal. Das war richtig, richtig eklig, was da auf dem Griffbrett war. Und das musste irgendwie runter. Also bin ich mit Stahlwolle hingegangen, habe erstmal gegen die Maserung geschliffen, ja? den Dreck runtergeholt. Und dann habe ich wieder mit der Maserung geschliffen, um die Kratzer, die wir vorher reingemacht haben, wieder rauszuholen. Das würde ich nicht bei einer Martin D45 machen. Völlig klar. Das würde ich auch nicht bei einer Les Paul Custom, bei einer originalen Gibson Les Paul Custom machen. Auch klar. Aber bei, einer, bei so einem billigen Ding dachte ich, komm, egal, der Rotz muss da irgendwie runter. Machen wir mal. Nachdem dann der ganze Dreck runter war, mussten wir das Griffbrett abkleben. Dazu habe ich ganz normales Malerkrepp genommen. Ne? Also einfach bündig an die Bünde legen, bisschen andrücken, das auf beiden Seiten und schwuppsi haben wir das Griffbrett abgeklebt. Dann ne? also nutzt dazu einfach ganz normales Malerkrepp. Das mache ich auch immer. Kostet nichts, das Zeug und funktioniert ganz gut. Jetzt kümmern wir uns um die Vorarbeit, um das später, um später die Bünde ordentlich abrichten zu können. Wir nehmen uns also einen ganz normalen Adding und kritzeln auf den Bünden rum. Ja? Das liegt einfach daran, wenn wir später unser griffbrett hier haben und dann mit der pfeile geradewegs drüber gehen haben wir schleifen wir natürlich alles ab wir schleifen auch den adding ab und haben dann irgendwann mal immer so noch kleine schwarze stellen auf dem griffbrett und daran oder an den bünden dann eben ne? und da können wir dann erkennen wo müssen wir noch schleifen wo haben wir riefen wo haben wir dellen in den einzelnen bünden deswegen wird das ding mit Adding angemalt, also jeden einzelnen Bund einfach mal so ein bisschen drüber kritzeln, brauchen wir später. Ja, jetzt kommen wir zum langweiligen Part, aber ich habe gedacht, komm, ich zeige euch das trotzdem mal, weil da ist nämlich eine Besonderheit passiert. Ich habe euch doch im letzten Video erzählt, dass die halbschababdeckung eine Macke hatte. Das war gar nicht so. Nachdem ich die halbschababdeckung abgeschraubt habe, habe ich gemerkt, dass das gar keine Macke war, sondern es war Wandfarbe. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie man, wie die Leute mit der Gitarre umgegangen sind, die werden einen Raum gestrichen haben und werden die Gitarre einfach im Raum gelassen haben. Es ist einfach Farbe. Auf die Gitarre getropft und es hat sich niemand darum gekümmert, die überhaupt nur irgendwie ansatzweise wegzumachen. Und das habe ich gemerkt, nachdem ich die Halsstababdeckung ab hatte. es war nämlich Farbe hinter der Halsstababdeckung. Ja? Und also das sagt so ziemlich alles, in welchem Zustand sich die Gitarre befindet. Der nächste Punkt ist, Hals gerade eingestellt steht hier. Und zwar ganz einfach, ne? Du nimmst einfach die, die Halsstab-Justierschraube, also den, den, du schraubst einfach den Hals lose. Oh. Ganz einfach. Ne? Du machst die, die Halsstabschraube, drehst du ganz lose und schon kommt der Hals gerade. Das überprüfe ich nochmal mit einem 60 cm Lineal. Das lege ich einfach aufs Griffbrett. Und wenn dann ich, erke wenn ich dann erkennen kann, dass wir keine Biegung mehr im Hals haben, ist der Hals gerade und wir haben optimale Bedingungen, um ordentlich an der Gitarre arbeiten zu können. So, und jetzt kommen wir zu einem Part, wo die meisten Leute sagen, Aah! kann ich verstehen. Kann ich voll verstehen. Wir schleifen nämlich jetzt die Bünde runter. Ja? Wichtig ist darauf, dass wir das gleichmäßig und großflächig machen. Ne? Also wir haben also ein, eine platte Buntpfeile, die legen wir aufs Griffbrett und dann fahren wir immer gleichmäßig über die Bünde drüber. Das wirklich darauf achten, dass ihr das gleichmäßig macht. Ich weiß, das können. Bei einer alten Edelgitarre, wo die Bünde sowieso schon einen weg haben oder relativ runtergespielt sind, ist das vielleicht nicht die beste Variante. Aber in meinem Fall war die Gitarre quasi neuwertig, was die Bünde angeht, nur ein bisschen runtergespielt mit Dellen drin. Also es waren keine alten Bünde drauf. Ja, also konnte ich da genügend Material abraspeln, so dass ich am Ende keine schwarzen Stellen mehr vom Edding habe und die Bünde am Ende des Tages zwar kacke aussehen, weil die jetzt extreme Riefen haben, aber sie haben keine Dellen mehr vom, von der Misshandlung, was vorher statt gefunden hat. Nun kommen wir zu der Bundpfeile. Ja, also das eine ist auch eine Buntfeile und das nächste Ding ist wahrscheinlich auch eine Buntfeile. die genauen Namen habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber es ist einfach eine ganz normale Pfeile, die auf der schmalen Seite eine Rundung drin hat. Ne? Und jetzt wollen sie dir vorstellen, dass wenn du deinen Bund, ne, du hast deinen dein, äh, dein Bund hier so und dann gehst du mit der großen Pfeile drüber und dann wird die, die Fläche oben immer planer und das wollen wir nicht ja? das heißt aus diesem Grund habe ich mir eine bundfeile geholt die hat genau die vorgegebene kerbung drin oder die rundung drin dass wir die auf den bund legen können ein bisschen schleifen können und schon haben wir wieder die rundung im bund da bitte darauf achten dass du das nicht zu stark machst weil du klaust den natürlich auch dadurch durch das feilen wieder höher am einzelnen bund und wir wollen natürlich jetzt nicht einen Bund höher als dem anderen haben, weil dann haben wir wieder Schnarren und genau das Problem, was wir vorhatten. Und das wollen wir natürlich nicht. Und nun kommen wir zu dem Part, den ich am meisten hasse von allen Parts. Es geht um das Schleifen der einzelnen Bünde. Und zwar von Hand und mit Schleifpapier. Ja? Ihr könnt euch vorstellen, wir haben natürlich jetzt richtige Riefen entlang des Griffbretts. Über das komplette Griffbrett, das sieht jetzt aus wie hingekackt und hingeschissen. Wir müssen jetzt entgegengesetzt der, der Schleifrichtung, wo wir vorher geschliffen haben, die Bünde wieder sauber feilen. Ja? Und das... Mache ich als erstes mit 400er Schleifpapier. Damit schleife ich erstmal die ganz groben Macken raus. Also wirklich komplett, bis keine Macke mehr da ist. Das mache ich gleichmäßig auf jeden Bund. Ihr, du kannst dir vorstellen, das ist körperliche Arbeit und das geht dir tierisch auf den Sack. Nach dem fünften Bund hast du keinen Bock mehr. Aber da musst du durch. Ne? Wenn du das einmal angefangen hast, die Kacke, musst du das auch zu Ende bringen. Das machst du am ersten mit 400er Schleifpapier. Dann bin ich als nächstes hingegangen und habe 800er Schleifpapier genommen. Und danach habe ich 1200er Schleifpapier genommen. Ja? Immer wieder über jeden einzelnen Bund. Du hast. Wirklich nachher den Schleifstaub überall. Es trocknet dir die Finger aus, es tut alles weh, aber das musst du machen. Du wirst da nicht drum rumkommen, die Bünde wieder ordentlich sauber äh schleifen zu können. Und wenn du das dann gemacht hast, wenn du mit 1200er durch bist, Digga, bist du an Schmitz-Backes vorbei. Jetzt nimmst du dir Stahlwolle, die Stahlwolle, die wir vorher auch genommen haben. Das ist dreifach Null oder Triple O, wie wir Gitarristen sagen, und schleifen über die Bünde und polieren sie wieder. Ja, und dann ist eigentlich schon das Gröbste getan und hast es eigentlich schon geschafft, weil der nächste Punkt ist dann, habe ich ja aufgeschrieben, Klebeband ab. Ne, ich mache jetzt das Klebeband wieder ab und dann kannst du schon mal erkennen, ah geil, wir haben wieder ein ordentliches Griffbett mit glänzenden Bünden, so wie es am Ende auch sein soll. Dann habe ich so ein Spray, so ein Gitarrenreinigungsspray. Das packe ich mir auf die Kopfplatte und über den Korpus. Erstmal die Kopfplatte gereinigt, natürlich auch den Farbklecks weggemacht. Ne? Das wollen wir natürlich nicht. Also die Kopfplatte mal sauber gemacht. Das gleiche auch beim Korpus, den mal so richtig schön sauber gemacht. Und dann am Ende Seiten drauf gemacht. Ja? Und jetzt haben wir da das Ergebnis hängen. Ich zeig's euch mal und ich gehe davon aus, ihr seid genau wie ich der Meinung, es ist ein komplett anderes Instrument. So, da ist sie. Also. Es ist wieder alles am glänzen. Der der Korpus glänzt wieder. Ja, natürlich hier wieder ein bisschen Staub drauf, aber egal, das bleibt halt nicht aus. Ne? Aber es glänzt wieder alles. Die Hardware glänzt hier wieder. Ich habe die auch mit der Stahlwolle die Hardware mal so ein bisschen sauber gemacht. Ne? Wobei du da wirklich darauf achten musst, dass es sehr feine Stahlwolle ist. Also diese dreifach null, die musst du nehmen, weil sonst machst du dir Kratzer rein. Ne? Das gleiche habe ich auch bei den, bei den äh, Tonabnehmern gemacht. Ne? Die waren sowieso schon vermarktet da stört das nicht, wenn du, du machst natürlich mit so einer Stahlwolle auch kleine Kratzer rein, aber es glänzt auf jeden Fall deutlich wieder mehr. Ne? Also das ist wirklich ein komplett anderes Instrument. Am meisten fällt es auf am Griffbrett. Also das Griffbrett ist jetzt wieder, das glänzt wieder schön und die Kopfplatte ist natürlich auch sauber. Ne? Hinten habe ich noch nichts gemacht. Ja, wir haben immer noch Kratzerdellen äh, Dellen drin. Wir haben auch hier hinten noch die, den grünen Fleck drauf. Und das Ding bleibt natürlich auch. Ne? Da kümmern wir uns dann als nächstes drum. Aber es ist erstmal eine Nullstellung. Wir haben jetzt wieder ein 100% ordentliches Griffbrett. Ne? Wir haben in keinem Bund irgendwie, dass wir die nicht ziehen können, dass der irgendwie schnart oder so. Die Gitarre ist wieder 100% bespielbar und sieht erstmal wieder anständig aus. Ich habe die im letzten Video, wo ich das mal durchgespielt habe, habe ich die angespielt. Ne? Wir fangen an mit Gainig, ne? also da, wo ich meine, wo Neles Paul auch hingehört. Damit geht es jetzt erstmal los. Ja. Hier muss ich wirklich sagen, dass die Gitarre extrem gut bespielbar ist? Ja, ich hätte das nicht gedacht, dass ich die Seitenlage so flach kriege bei diesem Schrottinstrument, was wir ja eigentlich gekauft haben, und dass also dass die so flach ist ohne zu schnarren. Die ist wirklich wirklich gut bespielbar, wie sie klingt. Habt ihr gehört? Wir machen das Ganze jetzt noch mal mit Clean. Ja. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich schon durch hier mit der Epiphone Les Paul Studio. Und zwar die billigste, die wir auf Ebay-Kleinanzeigen finden konnten. Wir haben sie jetzt mal genullt. Ja, also Bünde sind wieder ordentlich. Die sieht wieder halbwegs ordentlich aus. Und jetzt können wir eigentlich mit dem Projekt starten. Was ich damit vorhabe, wird noch nicht verraten. Das erzähle ich euch dann im nächsten Video. Von daher würde ich mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Vor allem, wenn es hier um die Epiphone Les Paul geht. Studio geht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich habe mich gefreut, dass ihr das Video bis zum Ende geguckt habt, weil, glaube, war schon ein relativ langes Video. Jetzt auch mit, mit dem Hin und Her hier: Mikrofon getauscht, Blickwinkel anders und so. Also ein bisschen Heckmeck. Aber ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen mit rausnehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Haut rein, abgehen.